Im Leben jedes Menschen hat jeder seine eigenen Reisen. Auch wenn du noch nicht einmal weit weg von zu Hause warst, hattest du aber immer noch eine große Reise. Das ist dein Leben, wo du sowohl Glück als auch Leid erlebt hast. Wie viele Kinder in Vietnam wurde mir ständig gesagt, du musst fleißig lernen, sonst kriegst du keine Arbeit. Und das bedeutet, keine Zukunft. Ja, ich habe selbstverständlich fest daran geglaubt. Mein Leben hat sich daher nur noch um Lernen und Prüfungen gedreht. Trotzdem fand ich das normal, weil alle meine Freunde auch das Gleiche machen. Abitur zu machen, einen Uni-Abschluss in der Tasche zu haben, einen gut bezahlten Job zu finden und dann eine eigene Familie zu gründen. Ist es doch nicht ein typischer Lebensplan für die Menschen? Ja, vielleicht hätte ich diesen Weg gehen müssen, wenn eines Tages ich mich nicht gefragt hätte. Ist es der richtige Weg für mich? Die Antwort war klar. In dem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass ich mein Leben ändern will. Mein Leben von 19 Jahren war zwar nicht schlecht, aber nicht das, was mich wirklich glücklich macht. Die Entscheidung, Koffer zu packen und allein ein neues Leben in einem fremden Land zu beginnen, ist mir nicht leicht gefallen. Ein Abenteuer wartet auf mich. Doch konnte mich anders nicht aufhalten. Einfach losgehen. 6 Jahre sind vergangen. Ich habe mein Abenteuer ganz erfolgreich bestanden, denke ich, und wertvolle Lektionen gelernt, was mich zu einem stärkeren und positiveren Menschen gemacht hat. Ich habe gelernt, auf eigenen Beinen zu stehen. Manchmal war es sehr hart. Ja, sehr hart. Doch in schwierigen Zeiten sagte ich zu mir, nie aufzugeben und noch einmal zu versuchen. Denn am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende. Leben in Deutschland ermöglicht mir, vielen Kulturen zu begegnen, um Freude aus unterschiedlichsten Ländern kennenzulernen. Ich habe gelernt, mehr zuzuhören und Menschen zu respektieren, auch wenn sie eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Meinung an sich vertreten. Als ich jünger war, habe ich immer gleich gesagt, was ich denke. Das lerne ich, zuerst zu überlegen und dann zu reden. Manchmal wäre es sogar besser, zu schweigen. Es ist mir egal, was andere über mich denken. Das Einzige, was mich angeht, ist, wie ich selber über mich denke. Wenn du von allen geliebt und anerkannt werden willst, wenn du es immer allen recht machen willst, dann versuchst du, das Unmögliche möglich zu machen. Das geht einfach nicht. Viel besser ist es stattdessen zu versuchen, vollkommen du selbst zu sein, so wie du bist. Die meisten Menschen sind unglücklich, weil sie, wenn sie glücklich sind, noch glücklicher werden wollen. Als ich jünger war, hatte ich sehr viele Wünsche, aber nur für mich selbst. Jetzt höre ich auf, mich über alles zu beschweren und bin dankbar für das, was ich habe. Ein Dach über dem Kopf zu haben, genügend zu essen und zu trinken zu haben, das sind für uns selbstverständlich, für Millionen Menschen auf der Welt aber nicht. Ich verspreche mir, mich zu einem wertvollen Menschen zu machen und verantwortungsvoll zu leben. Der Wert eines Menschen wird nicht daran gemessen, wie reich du bist oder wie viel Erfolg du hast. Vielmehr ist es, wie viel du für deine Mitmenschen tun kannst.
Auf meiner Reise habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt, was mich reifer gemacht hat. Und du? Bist du bereit für etwas Neues in deinem Leben? Hab keine Angst und glaub an dich selbst. Du trägst die Verantwortung für dein Leben. Nur du allein hast dein eigenes Glück in der Hand. Tu das, wofür dein Herz schlägt, nicht das, was andere sagen. Und vergiss nicht, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von harter Arbeit, Ausdauer, jedoch vor allem Liebe zu dem, was du tust. Viel Erfolg!